Hallo meine Lieben, jetzt habe ich eine ganz interessante Internetseite gefunden und zwar wurde das mir bei YouTube über Shorts empfohlen. Und zwar nennt sich die Seite ancestralwhispers.org und hier werden von antiken Schädeln aus der Steinzeit, Eisenzeit, Bronzezeit aus gewissen Regionen der Welt einfach die Schädel rekonstruiert. Und was sehr interessant ist, tatsächlich, dass man eigentlich gar nicht das sieht, was man erwartet hat. Zum Beispiel, ich gehe mal auf einen Schädel, der wurde hier mitten in Zentralasien gefunden. Und zwar, dieser Schädel wurde 2900 bis 2800 Jahre zuvor, also vor 2800 Jahren, hat dieser Mann gelebt, mitten in Zentralasien. Und vom Aussehen her schaut der für mich gar nicht asiatisch aus. Der wird für mich eher westeuropäisch, würde ich jetzt sagen, wirklich total europäisch. Der nächste Schädel hier, der schaut ein bisschen so wie ein Apache-Indianer aus. Der hat ungefähr 3800 bis 3500 Jahren gelebt. Das ist before present, also genau vor 3 bis 5, also 3.500 Jahren. Teilweise aber auch dieser Typ, wenn man jetzt mal draufklickt, der könnte auch in den Mittelmeerraum passen. Klicken wir mal drauf, wie das dann ausschaut, weil der Typ ist, würde ich auch sagen, passt auch jetzt im Mittelmeerraum rein, ja, aber ist auch im tiefsten Zentralasien gefunden worden. Gehen wir mal auf was Neues noch drauf, auch wieder Zentralasien, hier Tadschikistan. Also Pamirisaka vor 2.500 bis 2.300 Jahren. Also die schauen alle nicht asiatisch aus, meine Lieben. Von wegen, das ist immer die schöne Theorie, dass wenn die Türken aus Zentralasien stammen, hätten sie alle asiatisch ausschauen müssen. Also diese Menschen, die vor 2.500 Jahren dort gelebt haben, haben überhaupt nicht asiatisch ausgeschaut. Ist doch jetzt mal was Geiles, oder? Also wunderbar, jetzt geht's weiter. Nehmen wir mal einen Fund aus Japan. Vor 2.700 Jahren, also wenn ich jetzt den anschaue, dann denke ich an meinen Denisle Abe. Der hatte so ungefähr 17% Ostasien-Gene. Also der schaut ihm tatsächlich ähnlich. Was mich jetzt auch also muss ich ganz ehrlich sagen, der schaut jetzt tatsächlich anatolischen Türken ähnlich. Also sehe ich schon viel. So muss man jetzt ganz ehrlich sagen, der Japaner, der vor 2.700 Jahren gelebt hat, aus der Late Yomyon-Periode, ist recht interessant. Also ich finde die Seite super. Also kann ich jedem nur empfehlen. Hier kann man dann nämlich dann auch auswählen, welche Epoche interessant ist. Man könnte jetzt hier zum Beispiel die Steinzeit, nicht Steinzeit, die Eisenzeit wählen und dann sieht man die ganzen Typen. Zum Beispiel hier ist ein armenischer Typ. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich den Typ jetzt hier sehe, das ist tatsächlich das Südost-Anatolien. Kannst du so einen Phänotyp öfters sehen? Aber auch interessant ist, dieser Typ, der soll auch aus der armenischen Region stammen. Und der zum Beispiel, ich glaube, der hier, das war ein Tscherkese aus der Kirkesien-Epoche. Der hat so ausgeschaut, was ja teilweise auch sehr stark jetzt im Kaukasus eben vertreten war, dieser Stamm. Jetzt schauen wir mal. Den haben wir gesagt, das war das aus der zentralasiatischen Steppe. Das ist ein Deutscher aus dem Mittelalter. Ungefähr vor 1500 bis 1100 Jahren. Ja, da würde ich sagen, seit dem Mittelalter hat sich da nicht viel getan, tatsächlich. Und gibt es hier noch, ja, das ist ein Georgier, glaube ich, genau. In Ostgeorgien gefunden 1000 bis 1400 Jahren vor Christus. Nicht Christus, pardon, vor der jetzigen Zeit, also vor 1400 Jahren. Also ich kann echt die Seite nur jedem wärmsten empfehlen. Schaut mal auf diese Seite, da wird vieles erklärt. Ist echt interessant, zum Beispiel die Yamna-Kultur, wo die eben vertreten war. Also Wahnsinn. Also teilweise, wo die auch wirklich waren, die Menschen ist echt krass. Also hier auch dann so ein altes Bild. Dann geht's weiter.
die kaukasischen Jäger und Sammler, wo die unterwegs waren und wie die ausgeschaut haben. Was gibt's hier? Die alten nordeurasischen Völker. Die Bartschen-Kultur, das ist, glaube ich, ein Fund aus Griechenland vor 6.000, 7.000 Jahren. Da diese Iberische Halbinsel, Bronzezeit. Das ist die iranische Kultur. Wahnsinn. Teilweise sogar dann, wie die Haplogruppen verteilt waren. Das ist jetzt hier der Kaukasus übrigens, gell? Da seht ihr mal, wie es im Kaukasus abgeht. Also da gibt es alles im Kaukasus. Wahnsinn. Also schaut euch die Seite an und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.